Willkommen, liebe Clasher, heute mit einer weiteren Folge Road to Legend. Und ich kann euch versprechen, ich zeige euch heute den knappesten Angriff ever. Das war sowas von knapp und ich habe mit allen technischen Mitteln versucht, euch das noch optisch richtig schick anzuzeigen. Schaut zu, lehnt euch zurück, entspannt euch, Action, Fight! So, jetzt kommen wir zum ersten Angriff. Let's Titan Fight. Und schauen wir mal, ob wir heute Legende schaffen. Das ist echt hart, ey. Da kann man auch so schnell verkacken. Also, wow. Wirklich sehr, sehr schwer. Das ist ein Dorf, richtig eng gebaut. Ziemlich eingekesselt in der Mitte. Da bin ich wieder von links oben, rechts oben. Die Mauerbrecher haben nur links oben nicht geklappt. Dafür aber oben und rechts auch. Und Sprung drauf. Da habe ich den Sprung nicht schön gesetzt. Der hätte ein bisschen tiefer müssen. Dann hätte er nämlich noch einer gebraucht. Da habe ich jetzt noch den zweiten sicherheitshalber gesetzt. Der war nicht optimal. So, Frost dafür richtig drauf, Wut drauf und die Mitte schön entkernen. Das ist ganz wichtig, dass hier mal richtig Action in der Mitte abgeht. Und 40%, Rathaus ist platt. So, jetzt haben wir natürlich die Mauern dann. Meine eigene Schuld, denn der Sprungzauber, den hätte ich auch nach unten schön benutzen können. Da wären auch super schön viele Prozente dazugekommen. Ja, man kann immer was verbessern, aber man lernt ja aus den Fehlern. Und die meisten Einheiten können ja auch über Mauern schießen. Und so werden da schon einiges an Prozenten. Hat auf jeden Fall stärkere Mauern als ich, der Ewan. Und jo, da räumen wir die Bude ganz schön ab noch. Hätte ich nicht gedacht, dass es trotzdem noch so gut klappt. Ja, da habe ich abgebrochen zum Schutz der Helden. 72%, der Bonus war erreicht und deswegen habe ich hier Schluss gemacht. Der nächste Fight. Wieder von oben. Wieder Golem links, rechts. Und die Magier dahinter. Mauerbrecher hinterher. Schauen wir, ob die mal geklappt haben. Oben links hat es geklappt, oben rechts nicht. Da setzen wir noch ein paar hinterher. Guckt mal, wo die Mauerbrecher hinrennen. Ziemlich in die Mitte hier. Jetzt ist hier offen. Interessant. So, da kommen die Lakis als Verteidigung schon raus. Da haben wir den Giftzauber schon mal pauschal gesetzt. Aber der sitzt, glaube ich, nicht perfekt. Man sieht hier unten nämlich den Schatten der Lakis und der Giftzauber ist so weit oben. Nicht gut. Muss man besser machen. So, dafür ist der Frost besser. Deswegen leben auch die blöden Lakis hier noch alle. Ja, nicht schön, aber so ist es eben. Jetzt kommt die Queen, klärt das Thema mal endlich. Irgendwer muss es ja machen, was ich versemmelt habe. So, und jetzt gehen erstmal die Magier hier richtig schön dran, an das Rathaus, ganz wichtig. Und kriegen die es hin, das Rathaus dort kaputt zu dreschen. Da ist nämlich einiges am Draufschießen dort. Oh, jetzt ist der Warden drauf. Gehen wir mal näher ran hier. Unten sind noch ein paar Valkyren hier unten, die holen mir zum Glück noch die Prozente. Und das hat geklappt, 52, 53%, 2 Sterne. Ja, Ziel ist erstmal soweit erreicht. Ich muss mal rauszoomen hier. Ganz schön weitläufig hier am Verteilen. So, der Warden kann in Ruhe den Adler kaputt dreschen. Jetzt kriegt das aber auch ab. Auf die kurze Distanz. Wahrscheinlich ein bisschen näher noch dran wäre, könnte der Adler ihn nicht mehr anschießen. Dafür ist er jetzt hier Schichte. Das war's. So, dann mache ich noch ein bisschen Clean-Uppen. Ich weiß nicht, ob das noch so Sinn hat. Ich spule mal etwas vor. Denn der Adler wird die wahrscheinlich eher erwischen. Ja doch, die eine Kaserne wird wahrscheinlich noch fallen. Genau, 56%, gibt ein bisschen mehr Bonus. Deswegen habe ich das gemacht. So, weiterhin Titan. Ich bin weiter am Pushen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wieder ein Angriff von oben. Wieder recht stark der Gegner. Ziemlich maxed out, würde ich mal sagen. Bis auf die Kanonen durch das Update. So, Mauerbrecher oben links. Haben geklappt. Oben rechts auch. Sprung in die Mitte. Das war nicht so schwer. Da kommt man nämlich über beide Mauern hinweg. Aber irgendwie rennen mir die Helden ein bisschen seitlich weg. Das ist nicht gut. Schauen wir mal. So, und dann... Oh, eine Riesenbombe. Hätte ich den Born schon mal zünden können. Frost in der Mitte sitzt. Wut drauf. Das klappt auch. So, und jetzt aber rindert in die Bude. Aber ganz schnell. So, dafür habe ich jetzt den Warden gezündet. Die Truppen schon ziemlich weit drin, wir haben schon bei 30%. Aber irgendwie rennen mir die Truppen, die Valkyren, hier seitlich weg. Und da ist nämlich der Drache gewesen, der hat mir die ganz schön kaputt gedroschen. Deswegen ist auch das Rathaus nicht gefallen. Ja, und da ist die Queen noch da, 42%. Ups, jetzt wird es aber eng, jetzt aber schnell. Sie sind mal gezündet, da war sie ziemlich hart dabei. So, dann müssen die sich leider nochmal um die Skelette kümmern. Rechts kommen noch Lakis zur Unterstützung. Das Cleanup muss ich schnell machen, denn der Adler lebt noch. 48%. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Guckt euch das an. 49%. So, und was kann ich jetzt noch machen? Ich habe 4 Bogies. So, oben ist noch ein Magier, den wird es aber jetzt auch zerdreschen. Tja, und in dem Moment habe ich noch gedacht, naja, diese Bauhütte hier, die ist eigentlich die am leichtesten zu bekommende. Und dann habe ich dort Mauerbrecher vorgesetzt zur Ablenkung. Und die Bogies dahinter. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Also die Mauer ist auf jeden Fall kaputt. Ja. Und es hat nicht geklappt. 49%. Ein Fail. 29 Pokale daneben. Tja, das war erstmal ein Rückschlag. Werde ich noch Legende heute in diesem Video? Ich weiß es nicht. Schauen wir die nächsten Angriffe an. Und da gab es dann als Entschädigung diesen Offline-Gegner. Wirklich nett. Also, als wenn das System gewusst hatte, der Sky war traurig, hat einen Angriff versemmelt und gibt mir so einen Offline-Gegner hier. Die Infernos sind ausgebrannt, die X-Bögen sind ausgebrannt. Der Gegner ist wirklich voll offline. Da bin ich auf Nummer sicher gegangen, habe erstmal die Luckys oben gesetzt, falls ich dann nämlich nachher nicht mehr hinkomme, dass ich ganz sicher 2 Sterne habe. Und dann die Truppen schön im Team gesetzt. Wieder die Golems als Vorläufer und dann die Truppen hinterher. Wut drauf. Da habe ich schon mal einen Sprung gesetzt, damit da keine Zeit verloren wird an den Mauern. Hier rennen die Magier zwar trotzdem schon außen rum. Die finden auch ihren Weg. So, und jetzt gehen die ersten Truppen da schon rüber. Jetzt muss ich etwas weiter rauszoomen. Genau, nämlich hier unten die Truppen gehen hier unten her. Hier oben die Truppen, die Golems tanken noch richtig gut. Da sind einiges an Magier dahinter. Sehr schön. Hier unten geht jetzt das Wettrennen los, einmal hier unten rum. Habe ich mal zur Sicherheit mal noch einen Sprung gesetzt, die mir auf keinen Fall mir irgendwo sonst woher driften. Oh, und guckt euch mal, wie die fliegen können hier. Ist doch cool, oder? Wie weit die fliegen können. Der längste Flug generell. Wow, geil, oder? Der längste Flug überhaupt. Sehr schön. Optisch mal eine Augenweide über so viele Mauern hinwegzukommen, habe ich auch noch nie gesehen. War mein erstes Mal in dieser Richtung. So, und dann weiter geht's. Hier die Walküren hier. Ah, die haben sich nochmal umgedreht. Die machen jetzt erstmal den Tesla platt hier. Da habe ich noch ein paar Bogies hinterhergesetzt zur Sicherheit. Dass mir auf keinen Fall die Truppen nochmal da unten hinrennen möchten. Ich will hier nichts anbrennen lassen. Immerhin hat er aber auch schon die neue Kanone fertig. Wer weiß, warum er jetzt offline ist. Keine Ahnung. Und man sieht, die Luckys haben das Rathaus nicht kaputt gekriegt. Die müssen irgendwann gestorben sein zwischenzeitlich. Dafür haben sie die Truppen gepackt. Ein Geschenk, 22 Pokale, hat mir so ein bisschen den Death Lost ein bisschen versüßt. So, ein Rathaus 10er war jetzt hier im Angebot. So, oben Mauerbrecher, haben wir komplett geklappt, die Ecke, super, Magier hinterher. Hier, Golem, Mauerbrecher hinterher, habe ich noch schön gewartet, bis endlich der Mörser fertig war, hier hat es nicht ganz geklappt, aber da bin ich auf Nummer sicher in die Mitte gegangen. So, hier kommen die ganzen Luckys raus, ist sehr in zur Zeit und hier habe ich es besser gemacht. Hier ist nämlich der Giftzauber voll drauf, denn das muss klappen. Es kann nicht sein, dass meine Truppen sich mit dem ganzen Krams noch beschäftigen müssen, sonst sind sie alle tot. Die Luckys aus der Defense, aus der Clanburg und da habe ich dann den Warden gezündet, schön in die Mitte rein, Wut nochmal drauf, damit die Mitte so richtig entkernt wird. Das klappt hervorragend. Hier kann ich sogar noch den zweiten Sprung hinterher setzen, dass sie wieder rausspringen. Der hätte aber auch ein bisschen besser sein können, Mensch, hier. Ach Mann, ey. Naja, wenn man so in Action ist, dann ein bisschen weiter hier hinten hätte ich noch setzen können, dann wären sie gleich durchgerannt. Aber ist eh wahrscheinlich nicht so wild, denn es waren eh schon alle gestorben, denn der X-Bogen lebt ja hier noch in der Mitte. So, hier unten geht eine Riesenbombe hoch. Das ist immer schön, wenn die Golems das auslösen, dann gehen die Soft-Truppen nicht kaputt. Also die Magier werden ja sofort tot. Hier ist es wirklich super. Hier sind die Magier dahinter, die Queen dahinter, der King defft noch einiges. Hier ist noch ein Mini-Golem, der King ist platt. Und hier in der Mitte stehen noch richtig dicke Golems da. Okay, jetzt würden viele sagen, naja, Rathaus 10, muss er packen, ne? Aber nein, das Sky ist nicht immer so top und ich kriege das auch nicht immer so hin. Diesmal hat es geklappt, ich freue mich darüber. 9 Pokale. Okay. So, nach nun dem längsten Sprung aller Zeiten beim Sky gibt es nun den knappesten Angriff aller Zeiten. Ich habe mit allen technischen Mitteln versucht, euch diesen Angriff richtig im Detail zu zeigen. Schaut euch das an. So, links kommen erstmal die ganzen Luckys raus. Da habe ich etwas versemmelt, mal den Gift drauf zu setzen. Da war ich so aufgeregt wahrscheinlich.
Und da kommen erstmal die Mauerbrecher unten. So, aber jetzt habe ich den Gift gesetzt. Wenigstens jetzt. Jetzt sterben die auch ziemlich flott weg. Valkyren unten gesetzt. Wut drauf. King geht rechts weg mit ein paar Valkyren im Team. In der Mitte habe ich den Frostzauber in der Aufregung erstmal ziemlich schlecht gesetzt, ein bisschen höher gesetzt, wäre vielleicht viel besser gewesen. Die Queen ist die einzige, die ein bisschen in der Mitte noch mitgeht. Jetzt habe ich einen Sprung gesetzt, damit die Walküre drin geht und jetzt habe ich es mal langsamer gemacht. Guckt euch das an. Das wird jetzt super knapp. Der Warden hilft der Queen mit. Die Queen ist aber schon anvisiert, die ist noch nicht gezündet. So, die Queen schießt auf den Inferno. Der Warden hilft natürlich mit, der macht das ja gerne. Und die Queen hat den Inferno platt. Jetzt als nächstes, Queen ist gezündet, weil sie war zu heftig angeschossen worden, geht auf das Rathaus und jetzt schießt die andere Queen auf die Truppen und sie muss natürlich antworten, hört auf, meine Queen, auf das Rathaus zu schießen und schießt erstmal die Queen kaputt. So, und jetzt schießt die Queen auf das Rathaus und guckt euch die Balken an. Schaut euch das Rathaus an und die Queen. Die Queen kriegt es von drei Verteidigungsanlagen ab, von den beiden X-Bögen und von dem Mörser ab. Guckt euch das an. Die Queen hat nur noch einen Hauch von Leben und guckt euch den Schuss an. Die Queen ist tot, aber der Schuss ist unterwegs. Das ist der letzte Schuss. Und das Rathaus fällt. Wow. Ist das knapp? 49%, ein Stern. Ist das knapp? Das ist unglaublich. So, und ich habe noch ein paar Clean-Up-Truppen, aber der Adler lebt auch noch. Ey, ich muss jetzt das Truppenlager da erwischen und ich setze alles auf eine Karte. Ich setze alle drei Bogies und die beiden Luckys drauf. Ich brauche nur dieses Lager, dann habe ich den zweiten Stern. Guckt euch das an. 50%, zwei Sterne. So knapp das Rathaus. Hammerhart, ey. Ich habe gezittert, sondergleichen. 30 Pokale gab das. So, das ist ein Angriff auf eine Legende. Von unten geht's hier los. Das ist auch der letzte Angriff, denn ich muss dann zur Zwangspause. Wird dann zwangsgetrennt. Also entweder packe ich es jetzt oder ich habe Pech gehabt. Ganz einfach. Da geht dann einfach nicht mehr. Der Clan hat mich super unterstützt mit Truppen. Also da kann ich wirklich nur ganz, ganz, ganz großen Dankeschön sagen. Also wirklich toll. So, unten hat's geklappt. Alles erstmal rein dort. Da in der Mitte muss der Frost ein bisschen flotter jetzt mal drauf und der Wut drauf. Jawohl, jetzt ist der Frost da endlich drauf. Mann, das hat aber gedauert. So, jetzt hat die Truppen dort in die Mitte noch rein. Zwei Sterne wären toll. Aber schauen wir mal, wie das so wird. Jetzt kommen noch ein paar Walküren noch mit in die Mitte rein. Jawohl, die gehen mal richtig dort rein hier. Jetzt das Rathaus hin. Ein Stern haben wir schon mal sicher, also kein Fail mehr. Immerhin. Schauen wir uns mal an, wie weit das noch geht. Die Truppen sind sehr einzeln hier. Links ist der King. Kriegt es unheimlich ab hier. Den Sprungzauber brauchte ich jetzt erstmal noch nicht. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich, hier rechts noch gesetzt, falls die beiden Helden wieder rauskommen. Und sie sind leider tot. Tja. Der Adler lebt auch noch. Also ist es mit dem Cleanup etwas schwierig. Ein Lucky habe ich, vier Bogies. Und ich entscheide mich für hier unten. Aber auch nur für den Bonus, denn der zweite Stern kommt hier auch mit Sicherheit nicht. Jawohl. Und ich hab's geschafft. Die 10 Pokale, das war nämlich ein 32 Kappa. Die 10 Pokale haben mir gereicht. Ich bin Legende. Schaut euch das an. Legende, glatt 5000 Pokale. Irgendwie trifft es mich immer. Ich hatte sehr lange genau glatt 3200 Pokale. Die hatte ich mir nur geholt wegen den Juwelen für den letzten Bauarbeiter. Dann hatte ich es wirklich glatt gepackt, auf 4100 glatt zu kommen in Titan. Und ich habe es wieder glatt gepackt. 5000 Legende. In genau 2 Wochen habe ich es geschafft, 3000 Pokale ungefähr hochzupushen. Ich freue mich, richtig cool. Und ihr seht, ja, mein Schutz ist gleich zu Ende. Das war's. Ich muss dann raus aus dem Spiel. Meine Zeit ist dann zu Ende. Die ist abgelaufen. Endlich ist das Ziel gepackt. Jetzt wird ganz entspannt noch Clan War gemacht und weiter gepusht. Mal gucken, was noch so kommt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bye bye zusammen.